Kann man eigentlich zu viel Blush tragen? Das ist hier die Frage. Hallo meine Beauty Bunnies und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. In diesem Video stelle ich dir einige Produkte vor, die meine Lieblinge geworden sind, nämlich von der Firma Eustar. Ich habe da ganz viel von bestellt, weil die Firma mich einfach mal interessiert hat, weil ich kannte sie nicht. Für mich ist das eine neue Marke, gibt es aktuell bei Douglas zu kaufen. Und es sind einige gute Produkte dabei und einige, ja, so Mittelklasse. Ne? Also wenn du Bock drauf hast, um zu wissen, welche Produkte wirklich gut sind und welche meine Lieblinge sind, dann bleib auf jeden Fall dran. Ich werde mich freuen. Ich würde mich auch riesig freuen, wenn du meinen Kanal abonnierst, wenn du es noch nicht getan hast. Vielen lieben Dank. Und ich würde sagen, wir fangen einfach mal an, weil es doch recht viele Produkte sind. So, wir fangen an. Die Haare sind immer weggesteckt. Wer mich kennt, der weiß, ich fange immer erst mit den Augen an. Ich weiß, viele machen das anders, aber für mich ist das irgendwie so unlogisch, dass ich erst mal eine Foundation mache, damit das schöner aussieht am Anfang und ich dann erst meine Augen schminke, weil Lidschatten krümeln immer mal wieder. Und man hat auch ein bisschen hier Dreck und da Dreck. Und dann kann man es einfach wegwischen. Deswegen fange ich immer erst mit den Augen an und mache dann meine Foundation zum Schluss. Ist einfach so eine Gefühlssache. Wenn du das natürlich andersrum machst, hey, mach das weiter so, aber ihr wundert euch immer, warum ich so anfange. Das ist bei mir auch so ein bisschen Gewohnheit. Ja, der Mensch ist Gewohnheitstier. Na gut. Wir fangen auf jeden Fall jetzt an mit den Augen. Das erste Produkt, was ich euch vorstellen kann, ist ebenfalls jetzt von Eustar. Also ich sage jetzt die Firma nicht immer wieder, weil ich glaube, du weißt jetzt von welcher Firma es ist. Eustar. Und es ist der Eye Prime, also ein Lidschattenprimer. Und es verspricht dir, dass es 24 Stunden lang hält. Ich mag die Applikation sehr gerne, ist mit so einer Squeezy Tube und eben mit so einem Füßchen. Und das verwende ich jetzt einfach mal. Ist eine durchsichtige Base, also du wirst das jetzt in der Kamera kurz weißlich sehen. Und wenn ich es dann einblende, verschwindet es ins Nichts. Aber du hast halt so einen Film im, ja, auf dem Lid. Der Primer ist okay, ist ein gutes Mittelding. Ich trage ihn allerdings nicht 24 Stunden auf meiner Haut, weil ich meistens 24 Stunden gar nicht wach bin und ich gehe nicht mit Make-up ins Bett. Deswegen kann ich dazu nicht sagen, was 24 Stunden hält. Ich kann dir aber sagen, dass es auf jeden Fall haltbarer macht. Es braucht allerdings für mich zu lange zum Trocknen morgens. Das, ja, braucht einfach zu lange. Ich brauche etwas, was zügig antrocknet, damit ich schnell loslegen kann in den Tag und nicht erst noch abwarten muss, wie jetzt hier, habe ich jetzt noch einen Film drauf oder nicht. Deswegen ist der okay, auch für die Preis-Leistung, dass es wirklich haltbarer macht. Aber für mich braucht es einfach zu lange zum Antrocknen. Das nächste Produkt hat mich total umgehauen von der Verpackung. Das ist die Lidschattenpalette. Das ist nicht drauf gedruckt. Das fühlt sich wirklich richtig echt an. Es fühlt sich an, als wenn ich so eine Schlangenhaut. Ja, aber es ist natürlich Imitation. Keine Sorge, es ist nicht echt. Aber diese Imitation fühlt sich so echt an. Es ist krass. Und diese Lidschattenblätter habe ich deswegen auch mitgenommen, weil ich so eine noch einfach nicht habe, die sich so mega anfühlt. Also deswegen habe ich das gekauft. Und so sieht die Palette von innen aus. Wunderschön, wie ich finde. Allerdings diese drei Topper hier, das sind Topper. Hier ist übrigens matt die Reihe. Die ist schimmernd und die ist ebenfalls schimmernd. Wobei die schimmernder ist als die. Das ist so semi-schimmernde Reihe. Und das ist wirklich Schimmerreihe, matte Reihe. Wobei ich finde, man hätte sich die Topper sparen können, weil die von der Farbabgabe nicht so sind, wie ich es mir gerne gewünscht hätte. Und stattdessen vielleicht sogar noch eine dunklere Reihe hineinbringen können in die Lidschattenpalette. Ich glaube, das wäre etwas besser gewesen und hätte mir auch besser zum Äußeren gepasst. Also das Äußere ist super schön. Ich hätte mir dazu aber genauso gleich passende dunkle Farben gewünscht, das Äußere, dass sich das etwas widerspiegelt. Mein Empfinden. Habe ich mir auch Pinsel bestellt und der erste Pinsel, den ich euch zeigen kann, kommt so verpackt. Du hast noch eine Papp-Umverpackung. Also alle Pinsel kommen in so einer Verpackung fest an. Mega gut. Und haben hier nochmal so eine Schutzhülle drum, die man abziehen kann. Und diese Pinsel sind so schön. Qualität ist super. Ich muss allerdings sagen, ich habe jetzt einen Pinsel davon ausprobiert, weil ich sie einfach für dieses Video mir ein bisschen sparen wollte. Und euch im Kompletten zeigen wollte, wie es eingepackt ist. Also, wir schminken mal einen Look damit und ich werde zuerst in diese Farbe gehen und gehe eben mit diesem Pinsel rein. Und dann schauen wir einfach mal, wie das funktioniert. Und du siehst schon, die Farbabgabe ist mega. Ich gehe in die nächste Farbe mit dem gleichen Pinsel.
blende das einfach so ein bisschen nach oben aus. Ich gehe in das Rötliche hier. Wie gesagt, semi-schimmernd. Und das wäre ein Schimmerton, aber ich mag eben nicht ganz so viel Glitzer. Und da haben wir es dann nämlich direkt Fallout. Das passiert einfach, wenn man mit Lidschatten arbeitet. Und deswegen mache ich immer erst meine Augen und dann den Rest. Und ich gehe jetzt mit den Fingern in diesen Grauton rein. Das ist so ein, ja, kein wirklicher Grauton, Grau-Aubergine. Und setze den in die Mitte. Beziehungsweise ganz meinen Wimpernkranz hier unten. Und diese semi-schimmernden Farben gehen eigentlich perfekt mit den Fingern einzuarbeiten. Das ist natürlich nicht jedermanns Sache, weil ich selber, auch ich mag das nicht so gerne. Aber das Ergebnis ist einfach das Beste dann. Und jetzt hätte ich gerne einen dunkleren Ton, nämlich genau in dieser Reihe hier. Es gibt keinen dunkleren Ton. Ich nehme jetzt einfach nochmal ein bisschen helleren und ich werde den oder den... Ha, ich nehme einen ganz anderen und setze den so ein bisschen in meine Mitte. Mit so ein bisschen Halo-Eye wird. Ich habe gerade nochmal meine Augenbrauen schnell gemacht. Das ist zu der Palette. Wir brauchen die nachher nochmal für den unteren Bereich und noch für Augeninneren. Schöne Palette, aber wie gesagt, ich hätte gerne noch ein paar andere Farben gehabt und ein bisschen dunkler noch als ja, die Schimmertöne. Also wenn die wirklich Swatch, die sind nicht so. Und ich gehe wirklich fest in das Fännchen hier rein, doppelt und dreifach. Und trotzdem kommt da nichts. Also ich probiere das immer wieder hier. Also es quietscht auch schon, so fest gehe ich hier rein. Aber nee, also das ist wirklich nicht gut im Gegensatz zu den anderen Farben. Also wenn ich jetzt hier in die Schimmertöne reingehe, deutlich schöner. Ja, ihr seht direkt den Unterschied. Da ist eine super Abgabe, aber diese drei hätte man sich sparen können. Wir machen gleich mal weiter mit dem nächsten Produkt. In der Zeit lege ich mir ein bisschen Foundation auf. Jetzt ist es Zeit dazu. Ich habe auch gerade eben fix meine Augenbrauen gemacht und jetzt kommt eben Foundation. Da nehme ich dich gerne mit. Ja, war einfach dabei. Wir machen weiter. Meine Foundation sitzt und ich muss das Ganze setten. Das muss ich immer. Und ich habe mein absolutes Lieblingsprodukt gefunden. Ich schwöre es dir, es ist richtig gut. Und zwar von YouStar das Lucent FX Translucent Loose Setting Puder. Das ist nicht wirklich translucent. Ja, doch schon. Also erstmal hast du hier noch so ein Ding drin. Du siehst, ich habe es wirklich verwendet. Es ist, daran sieht man, dass es nicht ganz translucent ist. Es hat ein bisschen Farbabgabe. Aber das Spannende an diesem Produkt, und das siehst du nur von innen, ich hoffe, du kannst es erkennen, hier ist so ein Sieb, ist, dass es ganz leicht schimmernd ist. Ich erkenne es jetzt an meinem Finger. Und dadurch wirkt die Haut feucht, nicht trocken. Es ist mega, mega gut. Ich habe das schon sehr lange. Ich muss gestehen, ich habe die Produkte schon seit Ende des Sommers. Habe aber kein Video gedreht, weil ich erstmal gut testen wollte. Und ich fand, die Farben jetzt von der Lidschattenpalette haben nicht so zu dem Sommer gepasst. Deswegen schon lange im Gebrauch und kann dir sagen, es ist super. Ja, ein bisschen auf den Pinsel geben und einarbeiten. Jetzt ist der Pinsel auch wieder von YouStar, wunderschöne Pinsel. Also du brauchst davon absolut nicht viel, um ein tolles Ergebnis zu bekommen. Also ich liebe dieses Puder, das macht mich nicht alt. Das settet, was es soll. Ganz große Klasse, dieses Puder, richtige Liebe. Und habe echt schon viel davon gebraucht. Hier sind übrigens 5,2 Gramm drinne. Ist eigentlich recht viel und es ist super fein gemahlen. Also du kommst mit sehr, sehr lange aus. Ich muss sagen, ich habe es wirklich jetzt 3 Monate in Gebrauch und ist doch ordentlich was drin.
Ich weiß nicht, ob du den Zwischenstand hier erkennen kannst. Ja, also die Hälfte ist raus. Ich werde damit wahrscheinlich, wenn ich es jeden Tag benutze, so 6 bis 7 Monate hinkommen. Das finde ich ganz großartig. Ich werde es mir auf jeden Fall nachbestellen, weil es sehr, sehr gut ist für meine Haut. Einfach für meine Bedürfnisse, die ich brauche. Ich werde mal fix meine Augen zu Ende schminken. Und dann habe ich noch so ein, zwei andere spannende Produkte hier, die wir gemeinsam testen. Ich nehme natürlich wieder die Palette von eben. Ich habe gar nicht gesagt, wie sie heißt. Das ist übrigens die Wild Nature Make-up Selection Palette mit 5 Lidschatten, 4 Shimmer Powder und 3 Baked Powder. Okay. Baked Powder? Das habe ich jetzt nicht entdeckt. Na gut. Ich habe es als Lidschatten verwendet. Das weiß mein Auge sowieso nicht, für was gut ist. Ich habe gedacht, das wäre eine Lidschattenpalette. Was ist denn hier von Baked Powder? Das ist definitiv zu schimmert alles für Baked Powder. Ja gut, aber damit schminke ich jetzt erstmal meine Augen fertig. Da fehlt nämlich noch ein bisschen was. Dann sieht das so leer aus. Und dann machen wir schon zügig weiter mit den nächsten Produkten hier. Das nächste Produkt, was mega, mega gut ist, ist die Curl and Define Mascara von Eustar. Hier steht nicht viel dran. Ich kann ja allerdings sagen, sie gehört zu meinen absoluten Favoriten. Ich habe eine aus dem DM, die mag ich. Und die hier, alle anderen verwende ich gar nicht. Ich habe sie zwar gekauft, ich verwende sie ein, zwei Mal und denke mir so, oh, nee, und greife immer wieder zu der hier und zu einer anderen. Das Bürstchen von dieser Mascara ist leicht gebogen, was ich immer gut finde, weil dann kann man die Wimpern echt schön ziehen und hat dann so eine gute Form immer drin und deswegen mag ich die vielleicht auch so besonders gerne. Also sie macht echt fantastische Wimpern. Das probieren wir jetzt auf jeden Fall gemeinsam aus. Ich verwende den Spiegel übrigens in dieser Palette hier, von der Lidschattenpalette. Dieser Spiegel ist phänomenal gut, das kann ich dir sagen. Ich mache erst eine Seite und zeige dir dann das Ergebnis, wie es aussieht. Das ist sie einmal getuscht, jetzt lasse ich im Eindruck machen, jetzt hat die andere Seite und gehe dann nochmal rüber. Ist das nicht ein geiles Ergebnis? Ich finde es mega. Richtig, richtig schön. Das ist eine wirklich tolle Mascara. Für die nächsten Produkte packe ich mal meine anderen Pinsel aus, die ich mitgenommen habe. Wir machen weiter mit den Blush- und Rouge-Pinsel. Den werde ich allerdings fremd missbrauchen für meinen Bronzer. Ja, das Ganze reiße ich auf und du siehst, es kommt wirklich immer wieder Schutz. Hülle raus. Es ist so schön verpackt. Ne? Also die sind echt alle wunderschön. Ja, und der ist für mich genau richtig für Bronzer und nicht für Blush und Rouge. Kann natürlich auch, aber ach, ich nehme einfach die Pinsel dafür, wo ich sie gerade denke, dass sie passen könnten. Das nächste Produkt, was wir zusammen mit diesem wunderschönen Pinsel auftragen, ist von Eustar der Bronze Me 02 Medium Compact Bronzer. Hat ein wunderschönes Pressing drin. Steht also immer Eustar. Auch wieder ein phänomenal guter Spiegel. Sehr, sehr groß. Und die Farbe ist nicht zu orange, nicht zu dunkel. Für mich genau richtig. Also hier seht ihr, es ist so ein leichter Schatten jetzt entstanden. Das ist der Bronzer. Also ihr seht, der ist überhaupt nicht orange. Ich glaube, der kommt für viele wirklich gut in Frage, weil er einfach nicht so einen Rotstich hat. Und ich glaube, das mögen die meisten doch recht gern. Den verwenden wir natürlich gemeinsam. Und du siehst, er ist stark pigmentiert. Aber man kann ihn super gut verblenden. Ich glaube wirklich, dass dieser Bronzer super vielen gefallen könnte. Also wenn du auf der Suche bist nach einem Bronzer, der ein schönes, seidiges Finish macht und nicht orange wird und nicht rot wird, dann ist der bestimmt das Richtige für dich. Also der wirkt super natürlich, wie ich finde. Und man kann ihn aufbauen. Also ich könnte jetzt hier weiter verdunkeln, das siehst du. Oder eben auf die sanfte Art und Weise. Und das mag ich einfach, wenn du Produkte aufbauen kannst und nicht sofort BÄM und du weißt jetzt nicht, wie du damit umgehen sollst. Das finde ich immer sehr unangenehm. Und das habe ich bei diesen Eustar-Produkten halt überhaupt nicht, weswegen ich die sehr, sehr mag und euch weiterempfehlen kann. Also auch der Bronzer ist ein absoluter Liebling. Ich habe den viel im Sommer verwendet, weil der einfach da bleibt, wo er soll. Jetzt ist er mir ein Ticken zu dunkel, finde ich persönlich. Weiß nicht, was sagt ihr? Ist der Bronzer zu dunkel oder kann ich den auch so tragen? Würde mich mal interessieren, ob das zu doll auffällt. Wir machen direkt weiter mit dem nächsten Pinsel. Das ist hier der 03 Buffer Pinsel. Und auch erstmal wieder auspacken.
Auch hier wieder gleiche Spielchen, wunderschön verpackt mit diesem Sicherheit. Das ist eigentlich ein super Make-up-Pinsel. Ich werde den jetzt aber umfunktionieren für meinen Blush, weil ich trage damit auch sehr gerne Blush, auch weil er ein bisschen intensiver ist und genau dahin kommt, wo er hin soll und nicht irgendwie nach da. Ja, also wenn ich einen fluffigeren Pinsel nehme und ich will den Blush etwas intensiver haben, dann habe ich den häufig hier hängen und da und ja, ist halt nicht so schön. Die Blush-Palette ist die Sherry Cheeks Blush-Palette. 3 Shimmer, Baked Blush und 3x normaler Blush. Also die Shimmer-Blushes sind mehr so wie so ein Topper eben. Ne? Also das sind wunderschöne Blushes und das sind eben so Topper, die du super verwenden kannst. Ne? Die sieht man hier ganz leicht, aber auf dem Gesicht machen die doch was her. Vor allem, wenn du wirklich jetzt so einen matten Bronzer hast und dann nochmal einen matten Blush nimmst, ist das vielleicht echt zu viel. Und ich finde das zum Teil mittlerweile schöner, wenn der Blush so ein bisschen leuchtet, anstatt immer so ein extra Highlighter. Den normalen Blush, das sind hier so 3, wir haben einmal so einen dunkleren Peach-Ton, Korallton und das ist mehr so ein Mauve-Ton, der mir jetzt, glaube ich, ein Ticken zu dunkel sein wird, obwohl, ja, wo der passt ganz gut zum Outfit gerade, ne? Vielleicht gehen wir einfach in beide rein und später werde ich einfach Akzente setzen mit diesen helleren. Ja, was ich natürlich leider immer sagen musste, dass diese hier krümeln. Ich hoffe, du siehst das, also wenn ich hier reingehe, ach, die krümeln schon. Ich gehe jetzt mal in die andere Farbe auf der anderen Seite. Also die sind krass pigmentiert, die Blushes. Das ist wie bei der Lidschattenpalette, da muss man einfach aufpassen. Sonst sieht man nachher so aus wie ich. Ich weiß gar nicht, welche Seite ich besser finde. Ich finde, die sind ziemlich ähnlich auf dem Gesicht sogar. Vielleicht, weil ich mit dem gleichen Pinsel in die andere Farbe gegangen bin. Kann natürlich sein. Damit wir etwas normal aussehen, habe ich meine Haare wieder runter gemacht. Das brauche ich jetzt nämlich nicht. Wir nehmen jetzt einmal den letzten Pinsel. Das ist der 04 Highlighter Pinsel. Ich habe keinen Highlighter hier. Und nehme einfach den Topper hiervon, den hellsten. Nämlich in diesen hier. Das ist echt ein super Pointing Highlighter Pinsel. Der ist richtig schön. Seht ihr, wie spitz der ist? Das ist, glaube ich, der beste Highlighter-Pinsel, den ich habe. Und ich habe viele Pinsel, ne? Ja, ihr seht, dann kriegt das einfach so ein bisschen Schimmer nochmal rein. Ist ganz süß. Ist natürlich jetzt nicht zu vergleichen mit einem Highlighter. Ich habe keinen Highlighter, deswegen ich aus dieser Palette hier einfach mal diesen Topper und setze ihn so ein bisschen drüber. Ja, ihr seht das. Das sieht doch gut aus. Aber es ist halt sehr, sehr rosa gerade. Sehr rosa. Hier kommst du zu einem Produkt, was ich extra schon falsch lagere. Es ist das Produkt hier. Das ist das Eustar Skin Glow Diamond Shimmer Mist. Ich habe das deswegen gelagert, weil hier unten ist jetzt hier der Schimmer drin. Das ist eigentlich ein super Setting Spray. Wirklich. Phänomenal. Aber diese Glitzerpartikel sind so krass. Das ist zu viel. Das ist echt zu viel. Und weil es einfach zu schade ist zum Wegschmeißen, lagere ich das so. Mache schon den Pumpspender auf. Ich mache meine Haare schon weg. Ihr seht, das muss relativ schnell gehen. Das bin ich voller Glitzer. Drehe das um und sprühe. Und jetzt seht ihr auch in der Flasche, wie sich der Glow langsam nach unten verteilt. Und weil ich das eben nicht haben will, lage ich das andersrum. Das Ganze riecht übrigens phänomenal nach Rosenwasser. Also wenn du das nicht magst, ist das Produkt nichts für dich. Hier steht natürlich drauf, dass man es vor Gebrauch gut schütteln soll. Das habe ich eben nicht gemacht, um diese Glitzerpartikel nicht zu haben, sondern ich möchte einfach nur diese Feuchtigkeit haben, dass sich alles nochmal so miteinander verbindet und verschmelzt, damit das irgendwie einheitlicher aussieht. Wir kommen schon zum letzten Produkt. Ich finde, das ging ziemlich schnell. Übrigens sieht man jetzt hier bei euch nicht, aber man sieht trotzdem, obwohl ich das Produkt so rumlagere, überall Glitzerpartikel. Und die landen dann überall auf meinen Klamotten. Also das ist echt so ein Produkt, was ich nicht so wirklich mag. Deine Produkte sind ganz gut. Na gut, letztes Produkt für heute ist ein Lippenstift, ebenfalls von Eustar in der Farbe 01 Rosewood. Ich finde ganz cool, dass man im Deckel einfach schon die Farbe super gut erkennt. Also wenn man das irgendwo lagert, dann erkennt man direkt, welche Farbe man greift und muss nicht erst rausnehmen und gucken. Farbe ist sehr, sehr schön. Also,
Genau, meins. Sehr pflegend übrigens. Du hast hier nicht nur einen matten Ton, sondern du hast auch noch eine Pflegewirkung dabei. Ja, alles da. Und vor allem einen Ton, den man super im Alltag verwenden kann. Der Lippenstift ist sehr cremig, sehr weich, pflegt die Lippen. Tolles Produkt. Ich weiß aber genau, dass einige wahrscheinlich mit einem Lip Liner arbeiten müssten, wenn sie Falten haben, weil der ist so cremig, dass er sonst in die kleinen Falten hineinkriechen wird. Also nur so als Empfehlung, wenn du dir den kaufen möchtest, eventuell mit einem passenden Lip Liner. Meine Beauty Buddies, ich zeige dir jetzt schnell meine Lieblinge in die Kamera, die sich lohnen nachzukaufen. Wir haben einmal Mascara, Puder, Bronzer und sämtliche Pinsel. Phänomenal gut. Bei den anderen Produkten musst du einfach selbst überlegen, aber die sind sehr, sehr gut. Sehr gut. Richtig, richtig, richtig gut. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Und wenn es ist, dann lasst ein Video gerne einen Daumen oben da. Vielen lieben Dank euch fürs Zuschauen. Ich wünsche euch jetzt eine wunderschöne Woche und sage bis zum nächsten Video. Bis dann. Tschüss.